Was hat sich in den entscheidenden Battleground States getan? Das wollen wir in diesem Video einmal wieder schnell erörtern. Und der Stand der Umfragen ist der 2. November 2016. Das heißt, alle Umfragen des gestrigen Tages, die auf RealClear Politics waren, die sonst irgendwie bedeutend waren, sind eingeflossen in die Berechnung und wir sehen, es gibt jetzt wieder ein paar Veränderungen in einigen Bundesstaaten und gehen wir mal der Reihe nach durch. Wir beginnen also zunächst in Michigan und New Hampshire. Das ist nämlich relativ schnell geklärt, denn dort gab es jetzt keine neuen Umfragen und somit bleiben auch die Abstände so bestehen wie beim gestrigen Video. Aber ich kann schon mal vorwarnen, aus New Hampshire gibt es eine interessante neue Umfrage des heutigen Tages, beziehungsweise je nachdem, sie wurde anscheinend schon gestern eventuell veröffentlicht. Sie wird aber erst morgen bei mir einberechnet sein. Denn auf RealClear Politics ist sie erst heute veröffentlicht worden. Kurzum, in dieser Umfrage führt Donald Trump mit 1% in New Hampshire. Und das würde dann bedeuten, dass die Firewall von Hillary Clinton tatsächlich gesprengt wäre, wenn Donald Trump New Hampshire holen würde und die anderen großen Battleground States an Donald Trump gehen würde. Denn dann hätten wir ein Unentschieden. Aber wir schauen mal auf die anderen Abstandswerte. Und wir sehen, in Wisconsin ist der Abstand etwas kleiner geworden, aber nur minimal von 5,5 auf 5,2. Spannender ist da schon Pennsylvania von 6,0 am 1. November, jetzt nur noch 3,8%. Das ist immer noch recht solide, aber es ist schon spürbar und deutlich weniger geworden. Dann haben wir Virginia, was erstaunlich ist, nur noch plus 3,0%, denn Virginia war eigentlich schon klar auf der Seite von Hillary Clinton. Man sieht das sogar hier noch am 22.10. nämlich betrug der Schnittwert plus 10,2%. Aber jetzt erlebt man einen Einbruch der Umfragewerte und es gibt jetzt sogar eine neue Umfrage von der Hampton University, bei der Donald Trump sogar 3 Prozentpunkte vorne lag. Es gab zwar nur die Frage zwischen Clinton und Trump, also die Wahl zwischen Clinton und Trump und nicht noch die Third-Party-Candidates waren dabei, aber trotzdem plus 3 Trump in Virginia bei einer Umfrage. Das ist erstaunlich, da dieser Bundesstaat doch eigentlich fest in der Hand von Hillary Clinton zu sein schien. Mit plus 3,0 ist er noch relativ fest in der Hand, aber 3,0 ist auch nicht mehr so viel. Also wird es spannend sein, wie es da weitergeht. Die Clinton-Campaign wird jetzt wieder Werbung in Virginia schalten. Schauen wir weiter. In Colorado verringert sich ebenfalls der Abstand von 2,7 auf 2,2%. Auch dieser Staat könnte unter Umständen schon die Entscheidung dann für Donald Trump bringen, sollte dieser umfallen. Und bis Colorado können wir eigentlich sagen, das sind die Staaten der sogenannten Firewall für Hillary Clinton. Diese sahen eigentlich lange Zeit so aus, als könnte sie Hillary Clinton locker mitnehmen oder zumindest relativ sicher mitnehmen. Und diese schützen sie davor, irgendwie in Rückstand zu gelangen und die Wahl zu verlieren. Aber wir sehen, Virginia, Colorado, selbst Pennsylvania, da sind die Abstände schon stark geschmolzen und wenn jetzt einer dieser Bundesstaaten umfällt, dann könnte es unter Umständen für Hillary Clinton ein Staat zu viel sein. Was wir aber auch sehen, Florida bleibt zunächst einmal bei plus 1,5%. In Florida ist es so, dass da ja noch eine Umfrage dabei war, die plus 8 Hillary Clinton vorgesehen hat. Diese Umfrage ist noch in der Berechnung drin, deswegen ist dieser Schnittwert weiterhin meines Erachtens ein bisschen zu hoch, sondern ich würde sagen, es ist so zwischen 0 und 1% für Hillary Clinton, also zwischen 0 und 1 auf der Skala und nicht über 1. Aber das werden wir ja dann mal sehen, wenn neue Umfragen auf Florida da sind. Dann wird sich ja auch wieder die Berechnung anpassen. Und dann haben wir North Carolina plus 1,5. Da haben wir einen gegenteiligen Effekt. Da gibt es eine Umfrage mit plus 7 für Donald Trump, die meines Erachtens zu hoch ist und die aber in die Berechnung einfließt. Deswegen plus 1,5 in North Carolina. Nevada plus 2,0, eine deutliche Verbesserung. Und wie es scheint, könnte Nevada jetzt auch klar auf die Seite von Donald Trump geschrieben werden. Ohio, Iowa plus 2,2, eine Verbesserung also in Ohio. Dann in Arizona plus 2,3, ein deutlicher Sprung im Vergleich zum gestrigen Tag und Georgia plus 4,6, auch ein Anstieg um 1 Prozentpunkt, was den Abstand betrifft. Das heißt, wenn wir auf diese Verteilung hier, also auf dieses Diagramm schauen, dann sehen wir einige Kurven, die jetzt hier unten drin sind, die einen Vorsprung von Donald Trump anzeigen und hier oben dann die übrigen Bundesstaaten. Wie gehabt, die farbliche Reihenfolge ist hier geordnet von oben nach unten, also von links nach rechts, die Bundesstaaten entsprechen hier
der Reihenfolge von oben nach unten. Und wir sehen, was tatsächlich ein starker Effekt ist, den wir sehen, dass die Abstände in den Battleground States, die sonst sehr sicher waren, sehr eingeschrumpft sind. Hier zum Beispiel also Virginia. Aber vor allen Dingen, momentan ist der beste Battleground State für Hillary Clinton Michigan mit 6,5%. Und wenn wir sehen, Michigan hatte auch schon mal über 10,5%, ja sogar über 11% an Vorsprung gehabt für Hillary Clinton. Also es ist schon alles relativ stark zusammengeschmolzen und mittlerweile befindet sich das Ganze auf des Messers Schneide. Das muss man schon sagen. Auch wenn ich schon betont habe, in Colorado dürfte es demografische Vorteile für Hillary Clinton geben, aber es genügt, wenn New Hampshire zum Beispiel tatsächlich umfallen würde, unter bestimmten Umständen, wenn Trump all die Bundesstaaten hier unten holt, plus Florida, was möglich erscheint, dann genügt ihm im Grunde New Hampshire und er würde das Rennen machen. Also das ist schon mittlerweile eine enge Kiste und deswegen auch verständlich, dass bei den Demokraten ja so ein bisschen auch Panik ausgebrochen ist und sie jetzt auch nochmal in Bundesstaaten wieder gehen, in denen sie eigentlich dachten, sie würden gewinnen, wie zum Beispiel Michigan oder Virginia. Das mal zum Zwischenstand, wir können nochmal kurz zurückgehen. Hier links an der Seite sieht man, wie viele Wahlmännerstimmen Donald Trump hätte, wenn er den einzelnen Bundesstaat hier gewinnen würde. Was hier allerdings nicht einberechnet ist, ist dieser Second District of Maine, der ja noch einen Wahlmann bringen wird. Und da könnte Donald Trump vorne liegen. Das heißt, man könnte sich hier auch immer plus eins noch dazu denken. Und deswegen würde dann mit New Hampshire summa summarum die Zahl 270 stehen, was dann genügen würde. Nur mal kurz zur Erklärung dazu. Das soll es aber mal für heute gewesen sein. Wie gesagt, morgen gibt es dann die Umfrage zu New Hampshire, die betrachtet wird. Und dann schauen wir mal, wie sich der Schnittwert in New Hampshire verändern wird. Aber wir sehen, das Rennen ist auf jeden Fall offen und eng. Und zu guter Letzt noch eine ganz kleine Anmerkung, was das Early Voting betrifft. Es gibt einen Artikel auf 538, der dargestellt wird, dass das mit dem Early Voting nicht unbedingt so eine große Aussagekraft hat, wie es teilweise dargestellt wird. Beispielsweise auch, weil Donald Trump zu seinen Anhängern gesagt hat, geht erst am Wahltag wählen. Ich füge euch mal den Link dieses Artikels unten bei in die Beschreibung. Dann könnt ihr auch mal selbst reinschauen und euch den Artikel durchlesen, wenn ihr wollt. Das soll es für heute gewesen sein. Halten wir fest, Donald Trump hat weiterhin Boden gut gemacht oder seinen Vorsprung sogar ausgebaut. Und somit sehen wir, je näher wir momentan zur Wahl kommen, desto enger scheint dieses Rennen zu werden. Mal sehen, ob dieser Trend in den nächsten Tagen auch noch so weitergehen wird.